Der Wonnemonat Mai. Dieses Jahr klappt das nicht so richtig mit der Wonne. Höchstens die ersten paar Tage. Wir werden in diesem Video die Vorhersagen für den Mai betrachten. Ich schaue hellseherisch und astrologisch ein bisschen rein in die Energien, in die Energievorhersage. Und es ist wichtig für dich, denn du kannst dich dann schon ein bisschen darauf einstellen, wie du dich im Mai organisierst und was du als nächstes unternehmen könntest, damit es dir gut geht. Ja, und wenn du dafür bereit bist, dann fangen wir jetzt gleich an. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianna Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin. Und bevor wir jetzt in die Mai-Energie hineingehen, möchte ich ganz kurz zum Festival noch was sagen. Und zwar erwarten wir ja die Urna. Das ist eine mongolische Sängerin und sie wird uns mit ihren Klängen, die sie ja channelt beim Singen, so in einen wundervollen Klang, in eine Klangwelt hineintragen, die uns ganz viel Kraft gibt und in der wir dann gemeinsam wirken werden. Das wird so schön. Wir haben eine Freundschaft des Lebens geschlossen. Ja? Oh wow. Ja. Sehr schön. Perfekt. Wir werden auch Obertongesänge haben und ein Gebet mit den Obertontönen zusammensprechen. Also ich verrate jetzt nicht zu viel. Ihr könnt auch selber noch mal nachlesen. Der Link ist unter dem Video. So, jetzt gehen wir mal in den Wonnemonat Mai, in Anführungsstrichen, der Wonnemonat Mai. Das stimmt nur die ersten paar Tage, weil in den ersten Tagen die Venus uns mit ihrer Liebe beschenkt und auch eine Welle der Erlösungsenergie uns übergibt. Das bedeutet für dich, für uns alle, schaut noch mal in eure Beziehungen der Liebe hinein und guckt, wo kann noch was erlöst werden? Wo ist noch vielleicht ein kleiner Konflikt oder eine Unstimmigkeit? Wo ist etwas, was du vielleicht noch nicht so gesagt hast? Das wäre die Chance, bevor der Vollmond mit der Mondfinsternis kommt, dass man das noch auflöst. Also die ersten 3, 4 Tage im Mai sind dafür super geeignet. Dann kommt mit einer Wucht der Vollmond und mit seiner Mondfinsternis und der Skorpionenergie. Wow, es wird total intensiv für uns. Es ist so eine sehr extreme, intensive Vollmondenergie, vielleicht die extremste für dieses Jahr überhaupt. Das steht uns im Mai bevor und der Skorpion, der ist ja dazu da mit seiner Energie, dass er das verborgene Dinge uns nochmal zeigt und uns aufrüttelt, dorthin zu schauen. Das ist jetzt speziell persönlich für uns der Fall, aber auch für die anderen der Fall. Für die anderen, die jetzt einiges zu bestimmen haben, die werden noch mal ziemlich aufgerüttelt und man guckt in die Tiefe, was da noch im Verborgenen geschehen ist. Das wird sich vermehrt zeigen, gerade am Anfang des Monats. Also sehr, sehr spannend, sehr spannend. Und ihr wisst ja, wir sind in der Zeit der Wandlung und da ist es schon auch gut, wenn immer wieder mal was hochkommt, was dann sich ändern kann, dass man nicht mehr so im Geheimen mauschelt und Dinge ausmacht, die für uns nicht gut sind. Also das wird alles noch mal in seinen Strukturen hin und her gerissen und wird sehr schwanken. Also diese Themen, mit denen wir normalerweise nicht konfrontiert werden, die zeigen sich intensiv durch die Skorpionenergie. An sich heißt ja der Mai der Blumenmonat. Oder auch der Blumenmond, sagt man ja auch da dazu, weil wir ganz viel Blumen und schöne Energie im Mai normalerweise haben. Und das sollten wir nicht vergessen, egal wie heiß es jetzt hergeht, sollten wir uns immer wieder ja ins Gedächtnis rufen, wie schön es doch draußen in der Natur ist, wie zufrieden die Blumen sind, wie schön das Wetter sein könnte. Hoffentlich ist es auch schön. Aber ich meine einfach, die Wertschätzung und Achtsamkeit, dass wir die bitte nicht vergessen. Denn die gibt uns Kraft und diese Wertschätzung führt uns direkt auch zu Gottes Liebe und zu unserer Seele.
Besonders turbulent wird es nochmal bis zum 15.05., wenn der Merkur im Stier rückläufig wird. Da kann es an der Börse ganz schön runtergehen, die Kurse, und auch die Immobilienpreise können da nochmal runtergehen. Die Inflation kann schlimmer werden. Also das ist so diese Energie, wenn der Merkur rückläufig wird. Jedoch wird dann auch noch, und das ist etwas Schönes, der Jupiter am 16. in den Stier hineingehen. Und das ist ein Grund zur Freude, weil wir dann über den Stier die Fülle, ein Jahr der Fülle erwartet uns. Und diese Fülle, das sollten wir uns immer wieder in die Gedanken holen, die ist da und wir sollten sie positiv verwenden, weil die Fülle ist ja auf allen Ebenen. Und je nachdem, wie wir uns konzentrieren, auf was wir uns fokussieren, werden wir dann diese Fülle bekommen. Also denkt positiv, es ist ganz, ganz wichtig. Was dann jetzt nochmal kommt, ist so Mitte Mai, 19. bis 20., 24. Mai wird es nochmal ein bisschen schwierig. Da ist die Energie sehr geladen. Es könnte viele Auseinandersetzungen geben. Es könnten plötzlich Dinge passieren. Der Streit, die Streitenergie ist sehr hoch. Also für dich privat, meide solche Gespräche, weil die gehen nicht gut aus. Was ist jetzt draußen? Macht, werden wir sehen. Es ist also eine Zeit, die nicht besonders vorteilhaft sein kann, aber sie vergeht auch wieder. Das ist so. Es kann natürlich sein, dass wir so ein bisschen auch mit unserer Stimmung nach unten geraten, dass wir ja mutlos sind oder keine Lust mehr haben, keine Hoffnung mehr haben. In dem Moment bitte ich euch, darauf zu besinnen, dass die Fülle da ist und wenn wir positiv ins Positive gehen, ich habe es ja schon gesagt, ich möchte es nur noch mal betonen, dann können wir gut durch diese Tage kommen und dann können wir sogar diese Kraft nutzen für unsere besonderen Vorhaben und daraus kann etwas Wundervolles, Schönes entstehen. Das ist so, wie wenn wir zum Beispiel, ich denke jetzt noch mal ans Festival, wir haben ja diesen Obertongesang. Wir werden mit dem Obertongesang ein Gebet sprechen. Und das ist eine so wundervolle, gute, starke Energie. Und so könntet ihr euch auch neu orientieren, jetzt, wenn wir im Mai sind. Und so kommen wir sehr gut durch diese Zeit hindurch. Wichtig ist, dass man viel in die frische Luft geht, dass man vielleicht Yoga macht oder eben auch schöne Musik anhört. Und wir haben ja auch Urna, diese mongolische Sängerin, die bei uns am Festival ist und sie wird uns mit ihrem Gesang ganz besonders verzaubern. Das ist also gechannelter Gesang und dadurch baut sich eine Klangwelt auf, die ist unbeschreiblich in menschlichen Worten. Und das bringt uns alles ganz viel Kraft und Liebe. Und auf einem Festival begegnen wir uns ja in der spirituellen Familie. Also wir sind ja zusammen und wir achten und respektieren uns einfach so. Man muss da gar nichts dafür tun. Das ist einfach die Energie so. Und von daher freue ich mich so sehr darauf. Und wir werden jetzt auch gleich noch eine Botschaft hören. Wir haben ja jetzt noch Monat April mit der Energie von Engel Uriel. Im Mai werden wir vermehrt die Energie von Erzengel Metatron haben. Und Erzengel Metatron gibt uns nochmal eine ganz andere Perspektive und eine Kraft für unsere Seele. Also diese Energie im Mai wird auch in die Tiefe der Seele hineingehen über Metatron und es ist möglich und wird uns dann auch die Seele öffnen, sodass wir in ihr lesen können. Das heißt, in der Seele lesen und das wird auch in dem Webinar im Mai so sein, dass wir lernen, mit Melik Metatron in der Akasha in unserer Seele zu lesen. Etwas ganz besonders Tolles, da freue ich mich auch schon sehr darauf. Und ihr werdet im Mai auch von mir speziell sehr viele Channelings von Melik Metatron bekommen und deswegen weiß ich, dass wir gestärkt durch diesen Monat auch gut hindurchkommen. Und jetzt, ihr Lieben, ich denke, ich mache schon mal eine kleine Vorbereitung für euch,
einen kleinen Einblick durch Metatron und ich freue mich sehr darauf. Ich habe hier das Spray. Hier ist es. Hat sich versteckt gehabt. Das 7 Erzengel Spray, da ist auch die Metatron Energie mit drin. So, ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel Freude jetzt und lasst euch einfach fallen und tragen von den Energien. Es wird das für euch geschehen, was wichtig ist. Geliebte Menschen der Erde, geliebte Herzensmenschen, einströmt die Energie von Melek Metatron direkt in dein Herz, wenn du es erlaubst. Und so bin ich gekommen, um dir zu dienen, um dir zu sagen, dass ich bei dir bin. Deine Seele kennt mich sehr gut und diejenigen unter euch, die mir schon begegnet sind, werden es jetzt in ihrem Herzen fühlen. Und so öffnet sich ein weiter Raum der Liebe. Es öffnet sich ein großer Raum. Ein Raum, in dem sich deine Seele wohlfühlt. Und wenn du magst, lade ich dich ein, in diesen Raum hineinzugehen. Und wenn du magst, dann gib mir ein inneres Ja. Ein Ja, was ich fühlen werde und was ich mit meiner Liebe in diesen Raum hineintrage. Und so trägt dich auch über die Linien der Zeit deine Seele in diesen Raum, wo es keine Zeit gibt, wo die Liebe dich umgibt und trägt und wo du einfach nur bist, wo dich niemand antreibt, irgendetwas zu tun, wo du einfach sein kannst, so wie du bist, einzigartig schön, lichtvoll und stark, denn das ist deine Energie. Auch wenn du es vielleicht vergessen hast, wirst du jetzt daran erinnert, wie wundervoll es ist, in seiner eigenen Energie stark zu sein. Denn diese Stärke wird dir jetzt übermittelt. Und so öffne dich, wenn du magst. Öffne all deine Chakren, um zu empfangen die intensive Liebe von Melek Metatron, welche jetzt zu dir fließt. Es ist der Fluss der Liebe. Es ist der Fluss des Lichtes. Anama Shenama Holo. Anama Holoma She. Die Energie trägt dich voller Liebe. Sie berührt deine Seele. Und sie zeigt dir jetzt, was für dich wichtig ist. So gebe ich dir ein paar Minuten Zeit, damit du empfangen kannst. Der Heilstrom der Liebe öffnet sich für dich. Lass dich tragen und genieße
denn es geschieht für dich, für dein höchstes Wohl. So ist es, so ist es, so ist es. Mit großer Freude betrachte ich dich, denn ich weiß, was du empfangen hast. Es ist die Liebe, es ist die Liebe, es ist das Licht, es ist das Licht, es ist das Vertrauen. Es ist die Kraft und die Stärke. Es ist die goldene Sonne, die jetzt in dir erstrahlt und die dir sagt, dass du es wert bist, all dies zu empfangen. Und so sehe ich dein innerstes Lächeln, das Lächeln deiner Seele, was zu mir sagt: Danke für alles. Smarana, für alles, für die Fülle in meinem Herzen, für die Schönheit des Lichtes, für das Vertrauen in der Ewigkeit. Und so darf ich mich jetzt von euch allen und von dir ganz besonders liebevoll verabschieden. Der Segen des Lichtes sei mit dir, Smarana. So komme nun in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurück, bewege Hände und Füße und sei wieder ganz da. Ich danke euch, ihr Lieben. Und wenn ihr gerne immer wieder die neuesten Botschaften aus der geistigen Welt erhalten möchtet, dürft ihr meinen Kanal abonnieren, die Glocke betätigen, damit ihr sofort daran erinnert werdet, wenn ein neues Video kommt. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.